Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Abo wäre klasse, Daumen hoch fürs Video wäre super. Unterhalb des Videos weitere Informationen wie Twitter-Account, Weiterempfehlungslink und natürlich ein paar andere Videos. Kommen wir zum Tagesthema. Das Tagesthema ist heute Hyundai. Ja, was hat Hyundai Neues? Die sind ja am Entwickeln von einem Top-Superauto oder so etwas, was eine große Reichweite haben soll. Aber heute sprechen wir über Ladung, Lademöglichkeiten für Autos, weil das ist ja vom Prinzip her das Thema, was viele Leute interessiert. Wie kann ich, wenn ich ein Elektroauto habe, mein Auto laden? Und da ist es natürlich, kommt es darauf an, wo man das laden will, wofür man das laden will. Wenn man jetzt über Nacht laden will, ist natürlich das Laden zu Hause an sich das Optimum, wenn man das möglich machen kann. Aber da gibt es natürlich verschiedenste Schwierigkeiten, wenn Leute in Mietwohnungen wohnen oder wenn Leute in Reihenhaussiedlungen, Eigentumswohnungen wohnen, ist es natürlich nicht so einfach unbedingt an seinem Parkplatz eine Steckdose zu bekommen. Es gibt zwar das neue Gesetz, dass man das Recht hat, darauf eine Steckdose dorthin zu bekommen, zum Laden seines Autos, was schon mal ganz gut ist. Aber man muss natürlich dazu die Kosten sehen. Und wenn jetzt jemand eine Mietwohnung hat und muss da große Investitionen tätigen, damit er dort eine Steckdose hinkriegt und dann umzieht, ist es natürlich verlorenes Geld. Und daher ist diese Gesetzgebung gut, dass das geht. Und es ist auch okay, dass derjenige, der das haben möchte, das natürlich auch bezahlen muss, damit das eben gemacht werden kann. Aber trotzdem ist es natürlich nicht die Lösung aller Dinge, so wie man sich das vorstellen würde. Des Weiteren braucht man natürlich eine Lademöglichkeit, wenn man unterwegs ist. Das heißt, wenn man jetzt längere Strecken fahren möchte, dann wird man unterwegs mal laden müssen. Und dann möchte man natürlich nicht langsam laden, sondern möglichst schnell laden, damit man kurz steht und danach wieder weiterfahren kann. Hierzu gibt es die Gleichstrom-Schnelllademöglichkeiten. Und nun hat Hyundai ja gerade eine Kooperation mit EnBW abgeschlossen, die ein sehr großes Ladenetzwerk haben, auch sehr viele eigene Lademöglichkeiten haben. Und dort können Hyundai-Kunden günstiger ihr Fahrzeug laden. In den ersten Jahren einfach auf die Stromtarife. Später muss man eine Abogebühr bezahlen. Daher, das ist so ein bisschen denn die Sache, wie häufig fährt man, wie weit fährt man, wie oft nutzt man solche Schnelllademöglichkeiten. Wenn man das einmal im Jahr nutzt, dann lohnen sich diese Abos nicht. Wenn man aber stetig dort lädt, dann lohnt sich natürlich auch ein Abo dafür zu tun. Nun ist das natürlich so, dass EnBW eine gute Möglichkeit gibt, aber es gibt ja Ionity und dort ist nun Hyundai eingestiegen, schon lange angekündigt, schon seit 2019, dass sie dort in diesem Verbund, weil das ist ja ein Verbund von verschiedensten Fahrzeugherstellern, die einen Anteil an dieser Firma haben, um eben eine Infrastruktur aufzubauen. Und die Firmen haben alle initiale Investitionen getätigt, damit eben die Firma ein Kapital hat, um solche Schnelllademöglichkeiten zu erstellen. Anfang des Jahres gab es den großen Aufschrei, denn da hat dann Ionity die Kosten für das Laden erheblich erhöht. Das liegt irgendwie bei 80 Cent die Kilowattstunde, nicht 100%, aber ungefähr bei 80 Cent die Kilowattstunde. Und das ist natürlich schon eine satte Gebühr, die man dort zahlt. Die beteiligten Autofirmen haben aber verschiedenste Möglichkeiten, eben auch Abos weiterzugeben an ihre Kunden und dadurch günstiger dann, also dass die Kunden dann günstiger an diesen Ladesäulen laden können. Auch dort kommt das immer darauf an, wenn man nur ab und zu mal sowas nutzt, dann kann man lieber mal die 80 Cent zahlen, weil so eine Grundgebühr von 5 Euro im Jahr, die muss man erstmal ja schon mal rausfahren. Und da muss sich jeder dann ausrechnen, wie viel lädt er. Lohnt es sich, eine Grundgebühr zu zahlen für so einen Lader? Durch den Einstieg bei Ionity hat natürlich Hyundai jetzt auch die Möglichkeit, spezielle Pakete
zu schnüren und die an ihre Kunden weiterzugeben und damit eine Schnelllademöglichkeit weiter zu öffnen für die Hyundai-Kunden. Jetzt gibt es natürlich viele, die dann sagen, ja, wie kann das sein, dass es so teuer ist, wenn man dort lädt? Grundsätzlich gesehen ist es ja ein relativ freier Markt und jeder, der am Markt investiert, kann einen Preis anfragen. Und der Kunde kann sich das angucken und kann sagen, das ist mir aber zu teuer, ich lade dort an dieser Stelle nicht, ich fahre lieber woanders hin und lade dort. Das ist ja immer dem Kunden überlassen, ob er das macht. Und natürlich ist es so, dass viele Tesla-Fahrer, ich habe auch schon dort geladen, diese Ladesäulen auch mal genutzt haben, um ihr Fahrzeug zu laden. Das sind Ladesäulen, die größere Kapazitäten haben. Das heißt, man kann mit einem Model S ohne weiteres bis 150, na nicht ganz, aber auch 146 Kilowatt in der Spitzenleistung laden, was nicht schlecht ist. Wenn gerade in dem Moment, wenn die Tesla-Säulen besetzt sind, ist das natürlich eine Sache, wo man sich dann überlegen muss, lade ich langsamer und warte dort oder lade ich lieber schnell und bezahle dafür. Das bleibt dann jedem, also ist jedem sozusagen überlassen, ob er denn diesen Wechsel macht, wenn er einen Tesla hat, ob er seine Tesla-Ladesäule nutzt oder lieber eine andere, weil die besser oder schneller ist. Für Hyundai-Fahrer ist das natürlich eine sehr gute Nachricht, denn wenn sie die Möglichkeit haben, gerade für Leute, die vielleicht mit dem Wagen dann doch mehr unterwegs sind, ein Paket zu kaufen, um günstiger zu laden, wenn man häufiger unterwegs ist, ist das natürlich schon mal eine sehr gute Sache. Und wenn mehr Hersteller eben so eine Netzwerke unterstützen können, die eben auch weiter ausgebaut werden, weil mehr Kapital in die Firma kommt und damit kann man den Ausbau weiter vorantreiben. Was gibt es denn noch für Anbieter? Allegro gibt das, die liegen auch so bei 50, 60 Cent ungefähr. EMBW bei 46, wenn man Maingau hat, liegen die auch meistens so bei 34, wenn man dort einen Vertrag hat. Bei 44, glaube ich, wenn man keinen Vertrag hat. Dann gibt es Fastnet, 56 Cent, soweit ich weiß, wenn man dort lädt. Und natürlich wird jetzt jemand sagen, Mensch, das ist ja alles teurer, als wenn ich zu Hause lade. Natürlich ist es teurer, als wenn man zu Hause lädt. Der Vorteil, den ich dabei sehe, ist, dass man diese Ladesäulen nur dann nutzt, wenn man wirklich auch unterwegs ist. Ansonsten lieber zu Hause mit Wechselstrom-Ladesäulen versucht zu laden. Und dadurch eben diese Schnellladesäulen nur dafür genutzt werden, um zwischenzupuffern, damit man eben eine längere Strecke schafft. Und somit diese Ladesäulen eben für mehr Fahrzeuge einfach frei sind, weil keiner sich da hinstellt und das Auto volllegt, weil es ja sehr teuer ist. Warum sollte ich mich da hinstellen? Da nutze ich nur so viel Energie, packe ich in mein Auto, um bis zum nächsten Punkt weiterzukommen und nicht, ich lade das Auto nicht voll, weil das würde ja kostentechnisch total falsch sein. Und insofern hat man eben auch durch diese hohen Preise Vorteile, dass eben so eine Netze zur Verfügung stehen. Und wenn man dann einmal einen längeren Fahrt macht, dann kostet das ein paar Cent mehr. Aber das ist aus meiner Sicht, wenn man normalerweise immer in der Umgebung lädt, wo man mit Wechselstromladern lädt oder eben sogar zu Hause lädt, wo man dann den Haustarif lädt, dann ist es auf jeden Fall eine gute Alternative, wenn solche Säulen aufgebaut werden. Ein großes Manko, was mir noch aufgefallen ist, die Ladesäulen, also wenn an einer Tankstelle auf der Autobahn Ladesäulen sind, sind nicht beschriftet. Jetzt werden einige sagen, das stimmt ja nicht. In Süddeutschland sind sie beschriftet. Ja, das stimmt. In Süddeutschland sieht man an den Schildern immer, unten dran hat man so ein Stromkabel und sieht, aha, da ist ja eine Schnellladesäule auf diesem Parkplatz. Und so ist das auch in Dänemark. Ich bin in Dänemark an den ganzen Ladesäulen vorbeigefahren und überall in Dänemark waren dort denn auch Hinweise, dass man dort schnell laden kann. Das fehlt leider in Norddeutschland und Mitteldeutschland, habe ich das auch noch nicht so viel gesehen. Das wäre eine sehr gute Sache. Und was mir noch zusätzlich aufgefallen ist, so eine Ladesäulen, die sind relativ unscheinbar. Das heißt, wenn man jetzt fährt und sagt, ja Mensch, in Straße XY Nummer 6 soll diese Ladesäule stehen,
wer das noch nicht gemacht hat, der wird das, wenn er es das erste Mal macht, wird er denken, ja, wo sind denn die Dinger? Weil die sind einfach nicht so sichtbar. Das heißt, man fährt und sucht solche Ladesäule und da verbraucht man schon relativ viel Zeit. Ich habe das in Dänemark jetzt gehabt, dass ich meine Ladesäule, ich hatte nachgeguckt, da gibt es eine Ladesäule, dann hatte ich Interesse, die eben mir anzuschauen. Ich musste nicht laden unbedingt. Aber ich wollte gerne, weil ich mich dafür interessiere, wo so Infrastruktur vorhanden ist, und habe gedacht, ach, das ist ja ganz einfach, da fährst du ja dran vorbei, wenn du zum Einkaufen fährst. Ich habe diese Ladesäule beim ersten Mal nicht gefunden. Beim zweiten Mal ist sie mir dann aufgefallen, die war ganz in Schwarz gehalten. Das heißt, wenn man da nicht wirklich direkt drauf geguckt hat, ist einem die nicht aufgefallen. Und das wäre natürlich ganz gut, wenn solche Ladesäulen vielleicht sogar auf Anpiepen ein Blinken machen würden. Das heißt, auf den Ladesäulen so ein Blinklicht drauf. Jetzt fährt man mit seinem App hin und sagt, bitte einmal blinken. Dann blinkt die Ladesäule auf und man findet solche Ladesäule. Das wäre eine super Idee. Ja, mal sehen, an wen ich die weitergeben kann. Vielleicht ist ja für jemand von euch da, der das weitergeben kann. Das ist auf jeden Fall, dass man sozusagen, wenn man die in App angewählt hat, dass man über die App diese Ladesäule ansprechen könnte und ein Blinken verursachen könnte. Dann würde man fahren und dann würde man die blinken lassen und dann könnte man sehen, aha, da ist sie. Ein Ton, glaube ich, ist schlecht, das würde die Nachbarn stören, aber ich glaube, so ein Blinken ist, glaube ich, nicht so extrem. Das heißt, das wäre, glaube ich, in Ordnung für Leute, dass so eine Ladesäule mal blinkt und wenn die auch Richtung Straße blinkt und nicht dann Richtung Häuser blinken würde, dann würde man ja auch nicht direkt das Licht Richtung der Fenster bringen. Na gut, okay, das aber jetzt zum Ausschweifen. Grundsätzlich gesehen ist eben die Neuigkeit, dass Hyundai jetzt auch bei Ioniti ist und damit werden Hyundai-Kunden ganz bestimmt demnächst auch eine gute Möglichkeit haben, bei Ioniti zu tanken. Was eine tolle Sache ist, denn die Fahrzeuge Hyundai und Kia, die es heutzutage gibt, sind wirklich tolle Fahrzeuge. Kommt man sehr weit mit, sind sehr gut ausgestattet und sind preislich, jetzt, ich will nicht sagen günstig, aber sie sind moderater als die meisten anderen Elektroautos. Also auf jeden Fall Fahrzeuge, die man sich angucken kann und wenn einem das gefällt, solch Fahrzeug zu holen. Da hilft natürlich mein Weiterempfehlungslink nicht. Da hilft leider nur für freies Superchargen bei Tesla. Bei Tesla ist natürlich der Preis schon unschlagbar. Ich glaube, die liegen jetzt bei 35 Cent. Pro Kilowattstunde schnell laden, das ist schon relativ günstig. Und wenn man dann noch diesen Weiterempfehlungslink genutzt hat, hat man 1500 Kilometer erstmal frei. Und vielleicht hat man dann ja selber auch mal jemanden, der ein Auto kauft und seinen Weiterempfehlungslink dann nutzt. Dann bekommt man auch noch mal 1500 Kilometer Reichweite dazu. Also das ist schon ganz gut. Also insofern, ja, aber gut, okay. Zurück zum Topic. Auf jeden Fall eine gute Entwicklung, die Hyundai macht. Dass sie mit einsteigen, wird das Netzwerk weiter ausbauen. Und ich freue mich immer darüber, wenn neue Ladestellen gebaut werden. Und wenn ich dann mal laden muss mit meinem Tesla, dann muss ich eben den Preis zahlen, der an der Ladesäule steht. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.